Quantencomputer sind ein neues Konzept in der Informatik und sie werden viele Bereiche der Informatik revolutionieren, nicht nur die Kryptographie, aber sie sind auch für die Kryptographie besonders relevant, denn die bisher gängigen Verfahren werden alle von Quantencomputern gebrochen. Herkömmliche Computer arbeiten so, dass sie Vorgänge Stück für Stück seriell abarbeiten. Quantencomputer können sich quantenmechanische Prinzipien zunutze machen und können deswegen im Prinzip alle Rechnungen auf einmal durchführen. Deswegen sind ganz andere Vorgänge möglich und deswegen werden sie die Informatik auch revolutionieren, wenn es sie denn gibt. Die Leistungsfähigkeit der derzeit verfügbaren Quantencomputer ist noch so gering, dass praktische Relevanz quasi nicht existiert. Die Frage ist, und das ist eine große Frage, wie schnell wird die Entwicklung weitergehen? Klar ist nur, die Auswirkungen werden so groß sein, dass wir uns schon jetzt damit beschäftigen müssen. Die Sicherheit von Verschlüsselungsverfahren beruht typischerweise auf den zugrunde liegenden mathematischen Verfahren. Hier gibt es auch viele mathematische Verfahren, die letztlich zu quantensicheren Kryptoverfahren führen. Ein gutes Beispiel liefert hier die Bundesdruckerei-Tochter Genua. Diese hat ein quantensicheres Verfahren standardisiert und setzt es produktiv bereits im Umfeld von Software-Updates ein. Auch die Bundesdruckerei ist in diversen Forschungsprojekten aktiv. So gestalten auch wir hier die Zukunft dieser Technologie mit.